Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grounded. So, was sagte ich, machen wir heute? Ach ja, wir wollten wieder zum Wasser. Wieder einmal. Ja dann, los. Ja, jetzt wo ich sie nicht mehr brauche, tauchen die überall auf. Als ich sie brauchte, waren sie nie da. Schon seltsam. Macht das Spiel extra. Brauche ich Larven? Waren die nicht auf dem Weg zum Wasser irgendwo? Hier denn in der Gegend rum? Larven. Jetzt brauche ich euch. Kommt. Hallo Larven. Nein, du nicht. Dimdi, 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 dimdi. Dimdi, dimdi, dimdi ist Milben. Der nicht euer Ernst. Gibt es jetzt hier keine Larven mehr? Die haben mich doch hier ständig genervt, als ich letztens hier vorbeigelaufen bin, oder nicht? Hör ich was? Da ist noch eine. So. Eine. Wo eine ist, sind meistens noch ein paar mehr. In der Gegend. Ah ja. Ist der? So, das war jetzt dieser kritische Schaden. Da braucht es dann nur einen Schlag und dann sind sie putt. Komm, ein paar noch. Um genau zu sein. Drei. Rüsselheimer. Na. Nee, euch nicht. Was zu analysieren, nee, gibt's nicht. Nix. Nix. Hier müsste doch irgendwo auch die Schaufelschlucht sein. Wo die Schaufelschlucht ist, gibt's doch auch von diesen Larven. Da ist doch die Schaufelschlucht, oder nicht? Don't even need to boil it. Ja, das ist die Schaufelschlucht. Milben? Ja, Milben halt, ne? Ah, komm her, Junge. So, eine noch. Dann wäre ich ja zufrieden. Wo ist denn unser Bombardierungsheini? Er lebt doch normalerweise da unten. Oder drumrum. Ich höre was. Ach, die. Euch will ich nicht. Euch möchte ich nicht. Komm, einen noch. Hopp. Jo, da ist er ja. Komm her, Junge. Supi, jetzt geht's Richtung Wasser. Noch schlürfen. Wenn's was zu schlürfen gibt, gibt's nix. Gut. Ja, ist doch perfekt, oder? Jetzt mal gucken hier. Ja, die brauchen wir eigentlich auch nie wieder. Hätte man am Anfang besser gebrauchen können. Okay. So, dann geht's los Richtung Wasser. Hüpf. Das noch schnabulieren. Das hat ja jetzt ja richtig viel Essen gegeben, ne?
Ich wollte hier noch einen Grill aufbauen, oder? Ja, wollte ich. Grill. Und dahin. Sprossling, trockenes Gras und Kiesel. Sprosslinge, trockenes Gras und Kiesel. Nein, trockenes Gras. Das doch nicht. Hier ist trockenes Gras, ne? Okay. So. Das sind zwei. War mit Sicherheit mehr. Rosslinge. Vier Kiesel, vier Sprösslinge und drei trockenes Gras. Ja, super. Vier Kiesel, vier Sprösslinge und drei trockenes Gras. Drei trockenes Gras. Drei trockenes Gras. Da kommen jetzt natürlich mehr raus, ne? Eben war es nur zwei. Kiesel. Ist hier keine Kiesel? Muss ich ja mal einen super duper Hammer benutzen. So. Vier. Und noch ein Sprossling. Drei. Vier. Und ein Sprossling. Sollte doch auch irgendwo noch sein, ne? Komm, ein Sprossling noch. Da haben wir ihn doch. Da haben wir ihn doch. Und schmeiß mal dann gleich mal das hier raus. Kabel fallen lassen. Eins verschorten. Mehr brauche ich nicht. So. Dass wir hier auch Essen haben und trinken. Ah, trinken muss ich auch noch machen. Hatte ich jetzt vergessen. Ja, wo ist er denn? Da ist er. Nicht euer Ernst. Ein Sprössling. Ich hatte doch extra geguckt. Hier gibt es keine Sprosslinge. Mann. Das dauert jetzt schon wieder ewig. Ich wollte doch nur ins Wasser. Wie? So, so. So kann es gehen, ne? Wenn man nicht aufpasst. Nein, habe ich alles nicht hier. So, halt. Du kommst da drauf. Gut. Dann gehen wir mal ins Wasser. Sprich. Hier irgendwo hoch. Oh. Geht's noch? So. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, hier irgendwo war das. Nee, da kommen die Blasen. Ah, wir ziehen uns zuerst mal um. Wo ist unser... Da ist es. Okay. Ruderwanzen muss ich auch noch. Hey, hey, hey. Stopp. Stopp. Der Speer ist schon auf der 5. So,
hier irgendwo ging es doch runter. Hier so? Ja, das sieht gar nicht mal so übel aus. Da nehmen wir uns den guten alten Speer hier. Supi. Und dann müssen wir nach unten. Genau das. Und dafür brauche ich eine Schaufel. Hier kommt noch die 7. Oh. Wo ist er? Da ist er. Okay. Luft. Luft. So. Okay, bleiben wir mal kurz hier stehen. Herstellen. Rüstung. Was können wir denn Neues bauen? Nö. Ich muss das noch analysieren, oder? Ja, natürlich. Das ist aber dumm. Ich hätte jetzt gerne den Blasenhelm gehabt. Aber. Nee. Stechmückennase braucht kein Mensch. Knochendolch. Okay. Warte. Meine gute Laterne, wo ist sie? Da ist sie. Die kommt jetzt auf die 6. Der Speer kommt hier hin. Okay. Dann gehen wir mal runter. Drücken die 6. Und dann gucken wir mal, ob wir noch mehr von diesen Schuppen etc. finden. Immer schön auf den Sauerstoff aufpassen. Weil hier gibt es keinen. So. Hä? 7? Noch was? So, jetzt aber wieder raus. So schnell wie möglich. Oh oh, das wird eng. Ja, ich hab's verstanden. So. Komm schon, Luft. Luft! Nein! War ja klar, oder? Ach, mein erster Tod. So. Okay. Alles gut. Alles gut. Ist nichts passiert. Nee, gut, dass die hochschwimmen. Die Rucksäcke. Ansonsten wäre es schwierig, ne? So. Ich muss ja sowieso zuerst noch was analysieren. Also. Zurück zum Burgle. Oder. Wie viel habe ich denn zum Analysieren? Ich habe 3 zum Analysieren, ja. Ja, zuerst zum Burgle. Essen. Just pretend it to be turkey. Ja,
Jetzt habe ich das Wasser natürlich eben gesoffen, ne? Mal wieder typisch. Aber hier lag doch noch was. Irgendwo hier war doch noch ein Tropfen eben. Da ist er doch. Sehr schön. Ja, das ist jetzt auch nicht die Welt. So wenig Wasser. Wörgel, ich komme. Ich komme. Rein in die gute Stube. Ah, neuen Auftrag holen. Ja, erst das. So. Was kriegen wir denn da Schönes? Den Blasenhelm. Ja, wunderbar. So. Keuschuppen. Also die Koi-Rüstung bekomme ich, und wenn ich den analysiere, kann ich dann den bauen, oder? Stachelspeer. Okay, dafür muss man aber, glaube ich, Bienen töten. Trinkflasche. Ja gut. Ja gut. Können wir mal gucken. Trinkflasche. Was brauche ich denn für eine Trinkflasche? Stellen. Trinkflasche. Drei Madenhaut. Drei. Eine habe ich noch im Lager, das weiß ich. Also muss ich noch zwei Maden fangen. Ja, ja, ja. Dann fangen wir zwei Maden. Sollten ja hier schnell zu finden sein. Irgendwo hier. Oder auch nicht. Weil wenn man sie braucht, sind sie nie da. Na, da. So, eine Madenhaut. Okay, eine. Zwei Madenhaut. Wenn wir schon mal da sind. Das noch gemacht. Brauche ich euch? Nee, im Moment nicht. So, nach Unterwasser gehen. Jetzt. Unter Wasser gehen. Uhrzeit sagt 15.55 Uhr. Ja! Ich wollte Ruder von. Ja, Ruderwanzen wollte ich noch jagen, ne? Die brauche ich ja. Dann machen wir das noch schnell. Vielleicht finden wir ja die eine oder andere Ruderwanze noch und dann hätte sich das ganze Jahr gelohnt. Für heute. Oder so. Dafür nutze ich meinen Speer. Meinen Stachelspeer. Wenn ich den reparieren will, brauche ich bestimmt nochmal einen Stachel. Aber naja. Ruderwanzen, wo seid ihr? Plotsch. Nein, du bist keine Ruderwanze.
so ein bisschen länger unter Wasser bleiben wäre schon gar nicht so übel. Mann, gibt's hier keine Ruderwanzen? Schlafen die jetzt? Nö, hier ist nix. Da ist eine Spinne. Krieg ich von der auch was? Ja, warte, warte, warte. Ich komme gleich zu dir. Muss nur mal eben Luft holen. Schwede. Inventar voll? Jetzt nicht dein Ernst. Was schmeißen wir denn jetzt raus? Was können wir? Stapel verschrotten, ja. Stapel verschrotten, ja. Wir haben ja unsere Rüsselkäfer. Brauchen wir das nicht. So. Okay, wo liegen die Sachen? Wo sind sie hin? Hallo? Wasserspinnenbrocken, okay. Aber eine Wasserspinne ist keine Ruderwanze. So viel ich weiß. Was hat er jetzt entdeckt? Da kann ich ja nicht hin. Ruderwanzen! Wo seid ihr? Ruderwanzen, Ruderwanzen. Ich sehe nur Kaulquappen. Kaulquappe, Kaulquappe. Was ist das? Ein Wasserfloh. Aber keine Ruderwanze. Das ist doch pure Absicht, oder? Gehen wir mal hier gucken. Hier so schön es gibt. Alles außer Ruderwanzen. Was ist das? Eine Münze. Okay. Ja. Da oben komme ich nicht hin. Science Division Log 88.05.29G. Oh, or is that H? H for safety. Final evaluation tests of the spacer are going well, though I have noticed some minor errors in transcription where a non-trivial number of particles are not being conserved. I have observed no ill side effects, but making a note to check that later. Making a note! I'm still annoyed by Dr. Klein's attitude at the bar. Knapp. I in him about my success. He was arrogant as always. Kann ich das vielleicht als Trampolin benutzen? Autsch. Naja, egal. Ich hab's. Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Und die Spitze des Eisbergs ist auch, dass es hier keine Ruderwanzen gibt. Nicht eine. Sagenhaft, da war was. Komm her, du Wanze. Komm her, Ruderwanze. So. Eine habe ich. Ich brauche mehr. Aber es wird gleich dunkel, oder? Ja gut. Da ist der Koi. Da möchte ich jetzt eher nicht hin. Aber ich muss raus hier. Ich muss raus hier. Ich muss raus. Wie komme ich raus? Komme ich hier raus? Wir mal testen. Ja, komme ich. So. Bin ich auf der falschen Seite, ne? Absolut. Oh Mann.
Schwimmen wir mal zurück. Die Krähe ist da oben. Und dann, dass da jetzt eine Feder runterfällt. Kann's versuchen. Möglicherweise. Muss es versuchen. Obwohl. Im Dunkeln sehe ich ja da auch nichts, ne? So, sehe ich hier irgendwo Federn? Nee. Nö. Keine Feder in Sicht. Ja, ich höre dich. Du bist nicht zu überhören. War vielleicht ein bisschen dunkel, um nach Federn Ausschau zu halten. So. Wir müssen an Land. Dann kann ich ja da hinten pennen, oder? Allerdings habe ich dort kein Wasser. Was ich nicht so gut finde. Aber naja. Gehen wir hier mal pennen. Und dann sage ich mal Tschüss für heute. Morgen versuchen wir das nochmal. Wir brauchen mehr Ruderwanzen. Also, macht's gut und tschüss.